Robert Ritter? Ja? KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Hier, deiner. Super lecker. Und da muss ich jetzt Kaffee kochen, ja? So sieht's aus, Kollegin. Ah, das kann ich. Moment. Riet's gelb? Ach, morgen, Kollege, verschlafen. Wieso hast du in Siebelfeld übernachtet? Ja. Ja, dann beeil dich. Ja, ich organisiere jemanden, der dich vom Bahnhof abholt. Okay, bis nachher. Ciao. Dann kommt das Mädel also aus Siebelfeld. Welches Mädel? Ja, das Date von Robert, der war doch verabredet. Was hat er denn gesagt? Was war denn seine Ausrede? Das war nicht Robert, das war Gerrit. Was macht der denn in Siebelfeld? Der war da bei einem Violinkonzert, hat die letzte Bahn verpasst. Er musste sich ein Zimmer nehmen. Wo war Gerrit? Bei einem Violinkonzert? Der tickt denn noch sauber, oder was? Ja, vielleicht kommt der jetzt auch in die Jahre. Was heißt denn vielleicht? Natürlich kommt er in die Jahre. Naja, du musst es ja wissen. Ich weiß, wovon ich spreche. Oh, kannst du mal? Rizka 11. Was? Was ist los? Robert. Robert ist tot. Er ist in einer Tiefgarage gefunden worden. Also ich weiß gar nicht. Also der Tote ist wirklich Robert Ritter? Leider ja. Ich wusste nicht, dass er ein Kollege von uns ist. Das ist nicht Robert. Oh. Zumindest nicht unser Robert. Gott sei Dank. Wie, und der heißt auch Robert Ritter? Ja. Wir haben nur einen Büchereiausweis in seiner Brieftasche gefunden. Ansonsten war sie leer. Das Opfer hier weist eine Schussverletzung auf. Der ist wirklich Robert Ritter, Namensvetter. Ach Gott, ich bin so froh. Ja, ich auch. Ja, aber wo ist denn unser Robert? Na stimmt, den rufe ich direkt mal an. Ja, Robert, ich wurde gerade erst informiert. Krasse Geschichte. Und der Tote heißt wirklich? Ja, Robert Ritter. Sachen gibt's. Ja, das ist ein dickes Ding. Moment mal eben. Oh, ja, das Opfer wurde mit einer 9mm erschossen. Wissen wir schon mehr über den Mann? Ja, nicht viel, der hatte nur einen Büchereiausweis dabei. Und da war kein Foto drauf und keine Adresse. Also möglicherweise ein Raubmord. Okay, dann fahre ich gleich in die Bibliothek. Du müsstest seine Adresse haben. Ja, mach das. Dann auf dem Weg fährst du bitte beim Hauptbahnhof vorbei. Da kommt Gerrit in einer halben Stunde an. Am Bahnhof? Wo war Gerrit denn? Bei einem Violinkonzert in Siebelfeld. Ja, Robert und Gerrit haben in der Bücherei die Adresse des Toten rausgekriegt. Na, immerhin. Sie sind schon auf dem Weg dorthin. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin. Das kommt ganz darauf an. Ich möchte meinen Mann als vermisst melden, Robert Ritter. Da ist sicher was passiert. Nehmen Sie da bitte Platz. Kommen Sie. Melanie Ritter, Entschuldigung, ich bin schon völlig durch den Wind. Mein Mann ist seit vorgestern verschwunden und der hat noch einen Anruf bekommen und hat gesagt, er muss noch mal kurz weg, aber hat auch nicht gesagt, wo er hingeht. Und ja, und sein Telefon hat er auch da gelassen. Robert Ritter, ja? Ja. So um die 30? Genau, ja. Wieso? Was ist los? Unsere Kollegen sind gerade schon auf dem Weg zu Ihnen nach Hause. Zu mir nach Hause? Warum? Hat er was angestellt oder ist ihm was passiert oder? Ich befürchte, ja. Er ist tot. Wie bitte? Er wurde erschossen in einer Tiefgarage am Borsigplatz. Erschossen?
Wer sollte denn meinen Mann erschießen? Und was hat er denn in der Tiefgarage gemacht haben? Das wissen wir leider nicht. Und wo ist mein Mann jetzt? Ja, momentan befindet er sich in der Rechtsmedizin. Ja. Ihr Mann müsste identifiziert werden. Meinen Sie, Sie schaffen das? Gut, also dann können wir, ja. Das ist er nicht. Das ist nicht mein Mann. Was? Das ist nicht Ihr Mann? Nein, das ist nicht mein Mann. Das gibt's doch nicht. Ich meine, Robert Ritter um die 30 Jahre alt. Ja, aber mein Mann ist viel größer und hat längere Haare. Das ist nicht mein Mann. Das gibt's doch nicht. Ach Gott, bin ich froh, das ist nicht mein Mann. Das ist doch gar nicht erst. Tut mir leid, dass wir Ihnen das jetzt zugemutet haben. Aber ich meine, wo ist mein Mann? Ja. Hat Ihr Mann ein Auto? Ja, einen weißen VW Kombi. Mit dem ist er auch weggefahren, Frau Wissler. Dann brauchen wir das Kennzeichen. Dann geben wir jetzt erstmal eine Fahndung raus. Ja. Vielleicht notieren Sie das mal kurz hier. Einfach mal hier. Oh Gott, bin ich froh. Tag zusammen. Da ist das gute Stück. Einfach so abgestellt. Habt ihr schon reingeschaut? Nee, wir wollten noch auf euch warten. Okay, mach mal den Kofferraum auf, bitte. Das Kennzeichen passt. Ja, längere Haare, etwas größer, etwas korpulenter. Der vermisste Robert Ritter, auch erschossen. Was läuft denn hier ab? Ja, das würde ich auch gern wissen. Ja, ich bin's. Wir brauchen die Spurensicherung und den Gerichtsmediziner. Ja, wir haben ihn gefunden. Er ist tot in seinem Kofferraum. Ja. Ja, wir informieren seine Frau. Ja. Wir wissen jetzt, wer der erste Tote aus der Tiefgarage ist. Seine Eltern wurden in Hildesheim erreicht. Der Mann ist alleinstehend, deswegen war auch niemand bei ihm zu Hause. Bei dir? Melanie Ritter hat ihren Mann identifiziert. Seine Leiche ist auch schon untersucht worden. Und weißt du was? Er wurde schon vorgestern Abend ermordet. Also vor dem Mann in der Tiefgarage. Zwei tote Robert Ritter, ey, das kann doch kein Zufall sein. Ja, mit Sicherheit nicht. Bei der Tatwaffe handelt es sich wahrscheinlich um dieselbe. Die sichergestellten Projektile in den Leichen lassen den Schluss zu, dass es sich um dieselbe Munition handelt. Der Täter ist vermutlich auch der gleiche. Ja. Der ist, warum auch immer, auf Robert Ritters abgesehen hat. Ja. Ach so, ich habe ja mal ein bisschen ermittelt. Es gibt in der Stadt und Umgebung 6 Robert Ritter. Also es gab mittlerweile ja nur noch 4. Aber warum sind die gestorben? Ist da ein Wahnsinniger am Werk oder was? Also das ist auf jeden Fall krank. Absolut. Wir müssen jetzt mit allen verbleibenden Robert Ritter sprechen. Und sie zumindest warnen. Und unser Robert soll auch schön auf sich aufpassen. Oh, sorry. Bist du? Ja, Mann, sorry hier. Guck doch mal hier hin. Michi, der junge Mann hier möchte zu dir. Na, danke, Max. Sie sind? Robert Ritter. Ja, wunderbar. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Nehmen Sie doch Platz da vorne, bitte. Mein Name ist Naseband, ich bin hier vom K11. Ja, das Ganze mag Ihnen vielleicht ein bisschen komisch vorkommen. Ja, ich habe schon gehört, da hat jemand was gegen den Namen Ritter. Ja, so sieht's wohl aus. Ja, wissen Sie, was das für ein Typ ist? Leider nein, bisher noch nicht. Ja, und was soll ich jetzt machen? Sie sollten sich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger verhalten, gerade im Umgang mit Fremden. Na toll. Gab es in den letzten Tagen vielleicht irgendwelche ungewöhnlichen Vorfälle? Hat jemand versucht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Michael, kommst du mal kurz? Sekunde her.
haben das Handy von Melanie Rittersmann gecheckt. Der letzte Anruf, der dort einging, kam von einem Franz Holtorf. Und was wissen wir über den Typen? Nicht viel. Nur, dass er ein Privatdetektiv ist.